Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich weiß, Mirkan ist mein größter Fan, deswegen muss er mich immer nachmachen am Anfang. Heute spielen wir Skin Contest, passend zum Raum in der Hochstapler. Boah, wusstest du das? Ganze, was? Ich hab dir gerade echt nachgeäfft, ohne was zu sagen. Doch, du hast so geflüstert, Digga, das hat man gehört. Kennst du diese Leute, die denken, sind leise und man hört jeden Schritt? So einer bist du. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Wir machen heute Skin-Content passend zum Raum, so wie es wir in Among Us gemacht haben. Diesmal haben wir das natürlich hier in Fortnite, Freunde. Wir haben das so gemacht, dass Mirkan auch passend zum Raum einen Skin macht. Den gucken wir uns als erstes an und danach bewertet er mit. Ja, Mirkan nehmen wir natürlich raus aus der Bewertung, weil danach bewertet er mit und gibt einfach nur schlechtere Noten die ganze Zeit. Ich bin komplett real. Okay. Wirklich, auf keine Fingerbasis. Okay. Ihr könnt natürlich auch mal mitbewerten, welcher Skin euch am meisten gefallen hat. Deswegen bis zum Ende zugucken, Freunde. Dann gerne bewerten und in die Kommentare schreiben. Und ein Abo dalassen. Okay, Mirkan, du warst in Quarantäne. Richtig. Wir gehen rein. Das Ding ist, das Problem hierbei ist, Freunde, dass wir die Spitzhacke nicht mitbewerten können, weil es beim Hochstapler-Modus keine Spitzhacke gibt. Deswegen müssen die mit Backbling und mit Skin-Punkt. Okay, wir sind hier in einem Dörrburger Taco Pizza Pit und Mirkan nimmt einen Hotdog. Man könnte sagen, verfehlt, oder man könnte sagen, er hat sich angepasst. Das hat gefehlt in dem Laden. Hotdogs, Mirkan. Sei ehrlich, wenn du entscheiden könntest zwischen all den Sachen hier, würdest du deinen Hotdog nehmen? Sure, ja. Ich liebe auch Hotdogs. Aber das Ding ist, man muss davon schon drei essen. Das ist das Problem. Also wenn man fett ist. Vielleicht, wenn man nicht fett ist, zwei, aber drei ist schon ein Minimum. Okay, Mirkan, ich sag mal so, schon nice, weil du könntest auch Kunde sein, so einer auf den. Ja. Weil du bei der Konkurrenz essen gehst. Aber diese Getränke, Milkshakes oder was auch immer das sein sollen, auf dem Rücken sind auch mega geil. Wir machen aber eine Bewertung von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Und Mirkan, weil ich den Skin selber, also meine persönliche Meinung, ich mag den nicht so gerne, gebe dir eine gute... Sei ehrlich. 7. Okay. Weil ich hätte es mehr gefühlt... Soll ich dir mal sagen, was meine Intention war? Hä? Ich bin Essen. Ich war hier drauf. Ich bin Essen, was ausgeliefert wird. Ja, aber hättest du nicht so ein Emote, wo du dich irgendwie hinlegst oder so, dass das mehr... So sah das aus, als wärst du einfach nur, weil du Deathrun-Sucht hast oder Krankheit, dass du hier hochjumpen musstest. Nee. Ich hab mich als Menü, deswegen die Getränke dazu und ich als Hotdog, weißt du? Ja, okay. Dann gebe ich dir nochmal einen Punkt mehr. Okay, ich bleib bei 7, aber für mich jetzt eine 8, weil ich zu dumm war dafür. Deswegen, okay. Mirkan. Wir gehen in den nächsten Raum. Wir haben das im Uhrzeigersinn gemacht. Das heißt, wir müssen eigentlich nur im Uhrzeigersinn laufen. Ice Cream Ream. Oh, shit. Okay, wilder Skin. Du musst da einmal weggehen, weil ich habe da eine Aufgabe. Ich kann dich nicht so bewerten. Okay. Okay, er ist so Tüftlermäßig und ist in dem Tüftlerraum. Das ist halt einfach crank. Nicht schlecht, Ice Cream. Feiere ich unnormal. Auch der Rucksack, sehr geil. Sogar mit Granaten und Waffen und so auf dem Rücken. Und eine Frisbee-Scheibe oder was ist das? Irgendwie sowas. Nice. Krank. Kann man nichts gegen sagen. Also für mich 9 Punkte. Boah. Also ist schon sehr wild. Ist schon sehr wild. Das ist krank passend. Auch mit dem Dreck im Gesicht, so dass er gerade hier was getüffelt hat und so mit dem Auto-Emote war heftig. Mirkan, was sagst du? Ja, auch straight 9 Punkte. Ja, weil, ne? Ich will nicht 10 geben, weil man weiß nicht, was noch kommt. Ja. Aber Bro, er hat Munition hier vorne an der Brusttasche und hier ist so ein Munitionsstand und sowas. Ist schon krass. Ja. Ah, hast du 9 gegeben? Ja, ne? Ja. Dann hat er eine glatte 9, Freunde. Wir teilen uns die Sachen. Dementsprechend kannst du gar nicht gewinnen. Hatte 18 quasi. Ja, okay, er hat 18 Punkte. Eiscreme, merk dir deine Punktzahl. Merk dir. Weil wir haben die gleich wieder vergessen. Okay, wir gehen in den nächsten Raum. Warte mal, war das hier? Ich glaube hier. Ja, hier war das. Okay, King LP. Er ist ein Rustlord in einem Serverraum. Ist doch ein Serverraum hier, oder? Ja. Rustlord in einem Serverraum. Ich weiß jetzt nicht genau, was seine Intention damit war. Und dann hat er so einen Robot-Dance gemacht. Habe ich nicht ganz verstanden, King LP. Vielleicht hast du eine crazy Idee dahinter. Aber Mirkan, was ist deine Bewertung? Straight, also ich sag mal so, der Raum, ich finde den schwer. Man könnte halt einfach nur so einen Wissenschaftler-Skin irgendwie, nicht mal. Ja. Irgendeinen mit Anzug oder sowas nehmen irgendwie. So wissenschaftlermäßig? Ja, aber ich denke mal, er ist so... Wenn, dann würde ich sagen, eher so ein Einbrecher, der hier was klauen will, so. Weißt du? Ja. Weiß ich nicht. Also... Schwer, also ich würde 4 Punkte geben. Also, für mich ist es nicht kacke. Vielleicht ist eine dicke Intention dahinter, aber. Ja, aber wenn wir beide sie nicht checken, dann ist halt schwierig. Also, ich würde ihm auch. Ich gebe ihm 5 Punkte, hast du 9 Punkte insgesamt. Aber. Weiß nicht. Ich verstehe nicht genau, was er damit hat. Ja, nicht. Hm? Okay, wir gehen rein! Okay, Kim offiziell Standardskill. Okay. Oha. Sie hat diese Wissenschaftlerin genommen.
und ist am Schwitzen, weil sie nicht weiterkommt oder weil sie viel arbeitet. Weil eins von beiden. Arbeitet. Es kann sein, so dass sie gerade sich konzentrieren muss und so tausend Sachen auf einmal eingeben muss und da durcheinander kommt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall wild. Was sagt der Backbling? Okay, den verstehe ich nicht ganz. Auf einmal so ein Gleiter, so der sich öffnet und hat man so Batman-Wings. Da hätte ich mehr so, das würde da mehr dazu passen. Weiß ich nicht. Milkan, also, was sagst du? Ich wüsste auch keinen, der passt. Ja, ist schwierig. Also bei dem Skin ist der Backbling schwierig. Aber ich finde trotzdem, dass das Skin passt und dass der Emote, wenn man so hier reinguckt, der passt, ist schon krass. Also man könnte jetzt so denken, der, das ist so, das gehört so, dass da einer steht und so nicht weiterkommt oder so hart arbeitet mäßig. Feier ich. Ich würde... So. Boah. Ja, sagst du? Ich würde sagen, weil Ice Cream hat der Backbling halt noch gepasst, aber hier ist es halt schwierig. Ich würde sagen 8,5. Ja. Weil hier wäre eine Spitzhacke wichtig, weißt du? Vielleicht so ein Bleistift-Spitzhacke oder so, denn, dass sie hier so Blueprints zeichnet oder so. Dann wäre krass, aber Spitzhacke geht ja nicht. Dementsprechend würde ich auch sagen eine 8. Also hat sie insgesamt 16,5. Ice Cream hat 18 und King LP hat 9 Punkte. Genau. Okay. Mal gucken, Freunde. Vielleicht machen wir noch mal einen Bonuspunkt im späteren. Okay, wir gehen jetzt mal hier rein. Und da haben wir direkt schon gesehen, jemand hat Jonesy gemacht. Das ist wie beim Trailer, Digga. Ja, ich schwöre. Oh, sie hat sogar Dings. Ist das auch derselbe Backbling? Sie hat sogar Telefon abgenommen. Ja, Telefon abgenommen. Der Backbling ist so, er geht jetzt gleich auf Mission, um ein paar Leute abzuschnibbeln. Feier ich. Machen wir noch mal den Telefon-Emote so. Ja. Okay, call me. Feier ich. Also er könnte so Auftragskiller sein oder er könnte halt dieser Zeitreisende sein. Aber ich muss sagen, ich fühle den Backbling nicht so, weil er hat einen Anzug an und dann auf einmal Schwerter auf dem Kopf. Aber bei dem Skin ist auch ein bisschen schwierig, einen coolen Backbling zu finden, würde ich sagen. Was ist los? Das Telefon klingelt einfach. Ist ein Alarm bei mir zu? Nein, das Telefon hier in Game Real. Okay. Ja, ist aber nicht schlecht, Digga. Ich sag, also für mich sind es 8 Punkte. Ich finde der Backbling-Scheiß bei mir übel dran. Ja, bei mir übel. Auch. Übel, sagst du? Übel, weil ich weiß nicht. Da hätte ich dir mehr Punkte gegeben, ohne Backbling sogar. Ja, hätte ich auch. Clean. Jonesy im Büro feiere ich. 7 sagen. Okay, dann haben wir hier 15 Punkte. Helene, ich hoffe, du bist zufrieden. Okay, wir gehen in den nächsten Raum. Ali Mert? Hä? Hast du den Raum hier zugeteilt bekommen? Er zeigt uns was. Er will uns was zeigen, okay? Okay, wir sind jetzt bei Ali Mert, Freunde. Ich verstehe nicht genannt, was das sein soll. Ja, du zeigst auf jemanden, okay? Er ist im Sicherheitsraum, er ist Security-mäßig. Ja, aber dann, warum hat er diesen Skin genommen mit dem... Das sieht doch nicht nach... Obwohl, das sieht schon ein bisschen so nach Neuzeit-Security aus. Weißt du, was krass ist? Was ich finde, krass ist? Er hat die ganzen Kameras und seine Augen leuchten so und so. Ja, das könnte für mich so ein Hacker-Skin sein, so. Aber die Emotes mit dem... Ich brächte die Knochen mäßig. Er macht irgendwie so ein bisschen sinnlos. Guck mal, ich glaube aber, Spray nachzuurteilen, würde ich sogar sagen, dass er halt wirklich so ein Security-Mann ist, der Knochen bricht und deswegen vielleicht macht er die Emotes. Weißt du, was ich meine? Er macht ja so, komm her, ich sehe dich, ich brech dich. So. Ja, schon irgendwie. Fühle ich aber irgendwie nicht so. Digga, also, hätte er hier Brutus genommen, ich hätte ihm 10 Punkte gegeben. Ich schwöre, dieser Brutus-Skin der Breite, ohne Backbling am besten sogar, weil auf clean. Und dann steht er hier einfach so mit so einem Emote, keine Ahnung. Boah, ja! Warte mal, mit welchen Emote denn? Hier so zum Beispiel, so, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Wäre krasse Punkte. Also der Skin passt für mich irgendwie null hier rein. Seine Story. Jetzt macht er den Emote auf einmal. Seine Story ist, dass ich feiere den Skin gar nicht, Digga. Nee, auch überhaupt nichts für mich, Freunde. Ich sag 5 Punkte, wenn ich ehrlich, Ali. Ich hätte auch 5 gesagt. Okay, komm. Wir gehen in den nächsten Raum rein. Hier. Doan. Oh, er hat den Sprayer-Skin, Digga. Oh mein Digga. Gott, er hat's gemacht. Ey, Backbling mit sogar mit Dings hinten auf dem Rücken. Mit dieser Luftdruckwaffe da. Okay. Feier ich. Ist schon. Also, besser hätte man es nicht machen können, weil der Skin einfach dafür gemacht ist. Das ist ja dieser Paint-Skin, dieser Spray-Skin, Freunde. Dementsprechend crazy. Oh, er macht sogar noch Emote ein auf den, Digga. Wild. Nice, feier ich. Okay. Mirkan, ist das besser als Ice Cream? Was sagst du? Also ich würde dir halt Real Talk einfach komplett gleichstellen. Ich hätte jetzt gesagt auch 9. Ich hätte jetzt 9 gesagt. Ist es krass? Ein auf den, ja, okay. Jetzt wartet er so, weil er nichts mehr zu tun hat, weil er fertig ist. Der Bus kann abgeholt werden. Feier ich, okay. Ja, sagst du auch 9 Punkte oder was? Machen wir 18 Punkte? Dann sind Ice Cream und Doan so im Finale, Freunde. Vielleicht kriegen wir noch welche dazu. Wir müssen ja keinen einzelnen Gewinner haben, weil wir haben ja noch die Kommentare. Okay.
Ist hier jemand? Oh mein Gott, Digga! Scheiße! Noah auf Psychopathentüftler, aber der Backbling verstehe ich halt nicht. Hm. Okay, vielleicht weil er verrückt ist und einfach so einen verrückten Backbling genommen hat, oder also hatte einfach keinen. Kaum nachzuurteilen, zieh das mal rein, dann muss er richtig verrückt sein. Ja, ja, aber dementsprechend, also der Skin selber passt extrem krass. Der Backbling kackt bei mir ein bisschen rein, weil ich ihn nicht genau verstehe. Aber sonst finde ich aber nicht so stark wie von Eiscreme und von, nicht ansatzweise. Nicht ansatzweise. Also ich würde ihm trotzdem 8 Punkte geben, weil alleine der Skin, der Rick-Skin ist übel geil, Digga. Fühl den mega. Malcolm, was sagst du? Ich finde, es kommt nicht ansatzweise an Eiscreme und an Dorn ran. Ja. Niemals. Ja. Also, nur hat nochmal Chat geschrieben, ist eine AK, deswegen hat er den Backbling, aber das erklärt er trotzdem den Raum nicht. Ja. So. Nee. Das ist 7. 7 Punkte? Ja. Okay. Ich hab, wie viel hab ich gegeben? Du hast noch gar nichts gegeben. Noch gar nichts. Wir haben Eiscreme und Doan haben wir beide 8 Punkte gegeben. Noah hat einen krassen Skin zum Raum. Ich würde sogar den normalen Rick-Skin mehr feiern, glaube ich, weil der Raum so ultra clean aussieht und so. Und dann hat er halt so einen giftigen Rick. Ich würde den normalen, glaube ich, mehr feiern und dann vielleicht so einen spacigen Backbling, dann wird das noch mehr passen. Deswegen würde ich ihm sogar nur 6 Punkte geben. Also hat er insgesamt 13 Punkte, Freunde. Ist trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Okay, wir gehen bei Abdus mit rein. Ah, okay, hat denselben Skin wie Kim. Oh, aber hat hier das iPad in der Hand, weil er die Quest hier hat, Freunde. Dementsprechend, okay, er macht so Aufgaben, er geht hin und her und kontrolliert alles und so, damit doch alles passt. Haben wir vom Ding ja schon bei Kim gesehen. Aber er hat hier noch, ist das Spray automatisch hier oder hat er das hier hingesprayt? Weil das sieht übel geil. Hast du das hingemacht? Ja. Hey, das sieht voll nice aus. Ja, genau. Also das sieht, passt unnormal hier hin. Als wäre das so ihr Raum, ihr Büro, okay. Das Ding ist, der Backbling kackt bei mir auch wieder rein. Bleib mal bitte stehen, damit wir den Backbling angucken können. Warum hast du eine Waage als Backbling genommen? Schwierig, schwierig. Mirkan, was ist deine Meinung? Das Ding ist, ich nehme es nicht als Bevorzugung, dass du halt da mit der Nintendo Switch hängst. Mit dem iPad da? Ja, ja, das kann man halt nicht vorziehen. Ja, deswegen. Ist so, ist halt quasi eigentlich ein Emote, was gar nicht da ist. Mhm. Da fand ich Kim besser. Ja, straight, safe, ja. Aber, weil Kim auch noch so einen krassen Emote dazu gemacht hat. Habst du es mal schreibt? Sie sorgt für das Gleichgewicht. Von was? Ja, auf jeden Fall. Von der Map, oder? Ich feiere ab, das sagen wir jetzt Fantasie und Raum, ja, was er sich dabei gedacht hat. Für mich nicht so cool. Also für mich sind es 6 Punkte, bin ich ehrlich. Ich hätte auch gesagt 6. Okay, machen wir. 12 Punkte für Abdus Ahmed, Freunde. Ich weiß gar nicht, ob das schon war. Nee, doch, das war's, glaube ich, im Meckern. Hier war keiner mehr. Nee, hier ist keiner mehr. Okay, dann bitte das heißt, Doan und Ice Cream sind jetzt im Finale. Kommt mal bitte einfach Ice Cream und Doan in den Mittel. Oder kommt mal alle in die Mitte, bitte. Zu dem Hauptraum, wo man reporten kann. In die Mitte, bitte. In die Mitte, bitte, bitte, bitte. Machen das so. Wir machen jetzt eine Besprechung. Und die Leute zeigen auf die Person. Die Leute voten entweder Doan oder Eiscreme. Aber der rausgevotet hat, gewinnt. Das heißt, welchen Skin ihr mehr feiert. Entweder Eiscreme in der Tüftlerstadt oder Doan in der Sprayer, in dem Bus-Spray-Ding, wird rausgevotet. Wenn ich jetzt Eiscreme vote, ist er besser. Wenn du jetzt Eiscreme votest, findest du ihn geiler. Okay. Also findest du den Skin heftiger. Ah, was vote ich? Ich glaube, ich skip einfach. Dingsen kann. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, wen ihr heftiger findet. Ice Cream oder Doan. Oh mein Gott, André, was sagst du? Okay. Hä? Wer überspringt? 3 Leute überspringen? Oh mein Gott, aber alle haben Ice Cream. Oha! Wie viele Stimmen sind das? 7 Stimmen. 7 Stimmen haben entschieden, dass Ice Cream gewinnt, Freunde. Krass. Hier seht ihr, deswegen wollte ich das, weil jetzt sieht man den Skin nochmal in groß. Extrem nice gemacht. Backbling hat auch extrem gut gepasst, Freunde. Zweiter dann Doan und dritte Kim. Zweiter ist Doan, dritte ist Kim. Und ja, die anderen Punkte habe ich schon wieder vergessen, weil mein Gehirn einfach zu kurz Dings ist, Freunde. Wenn euch das Ganze gefallen hat, immer gerne ein Like da lassen. Gebt einen Creator-Code von den Jungs ein. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao!